Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Wolfenstein: The New Order. Und wir sind hier wieder da, wo wir aufgehört haben, mehr oder weniger. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Wir haben gerade irgendwie nur 30 FPS, komischerweise. Jetzt haben wir wieder 40, 50, 60, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo wir lang müssen. Und zwar müssen wir uns ja erstmal hier reinsetzen. Wer hätte es gedacht? Hallo? Jetzt macht das. Hey, hallo. Ah, guten Tag. Komm schon, stirb. Komm, Alter, hat das die zerfetzt. Hohoho, da war. Ich dachte gerade, wer ging, ne? So, jetzt haben wir endlich diesen Scheißweg weit gesprengt. Heiß, heiß, heiß. Auch wenn wir keine Füße haben. Ach du Heilig. Lol. Ich wollte gerade sagen, wie geil das aussieht, aber einfach mal weggespawnt, die Leichen. Was wird uns hinter der Tür erwarten? Werden wir in der nächsten Folge erfahren? Nein, Spaß. Ach Gott, den Witz hat ja schon jeder gebracht. What? Mein Bein! Mein Bein! Nam, 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 nam. Hey, alles okay, Captain? Hier, ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen. Passt What auf, Jungs. The fuck? Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht diese Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private, kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Du heulst nur. Ich weiß einen Trick. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Bis 14. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los. Los, Bewegung. Boah, die Musik ist geil. Okay, ich vermasse gerade die Musik etwas. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Blazkowicz, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Na, das klingt doch nach einem guten Plan. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn wir Totenkopf nicht erwischen, ist es aus. Klettern Sie los. Sage bitte. Oh shit. Los, lauf, lauf, lauf. Okay, mit einer Hand ist es sehr schwer. Hält er sich nur daran fest, Alter? Komm, treff ihn. Ey, komm, wir waren voll der Headshot, ey. Und wo? Oh mein Gott. War das unser Flugzeug? Nein, oder? Nee, kann gar nicht sein. Headshot, Bitch. Fall runter, mein Freund.
Vor allem, wie konnte das mein Seil halten, Alter? Fast geschafft, Sir! Ja, da passiert doch locker was. Jetzt passiert doch locker was. Tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Scheiße. Gehen Sie in den Kontrollraum und öffnen. Nein. Und Brian getötet, General. Viltibur. Einer von uns beiden wird heute sterben. Warte, erstmal kurz umgucken, ob denn irgendwas ist. Die ist doch noch in der Kiste. Für unseren Freund, Alter. Kann man das öffnen? Ja, für euch ist kein Zutritt. Genau für euch. Tschüss, ihr Bastarde. Wohin? Ist egal. Okay, Leben bedeutet nichts Gutes. Können wir runterspringen? Tatsache, scheiße. Ich weiß nicht, was uns das gebracht hat. Irgendein Vorteil, irgendein Nachteil, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal eine Kiste. Mit Munition. Und schöner Hut haben wir auf jeden Fall. Schönen Hut, meine ich. Ich habe das Gefühl, hinter der Tür ist gleich etwas. Was? Schalldämpfer! Wie können wir den ransetzen? Ey, ich will den ransetzen. Scheiße, wie geht das? Oh fuck! Nein, ich weiß nicht, wie man den ransetzt. Ach, egal. Irgendeiner von uns beiden wird jetzt sterben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass keiner von uns sterben wird, weil ansonsten wäre die Story etwas zu kurz. Der ist tot, mein Freund. Scheiße, der hat mich gesehen. Wo ist schon? Ich ja Hunde. Wo da sind das Hunde? Das sind verdammt nochmal Hunde. Oh shit! Ach du heilige Scheiße! Der Kopf, Alter! Wow! Dieser Kopf! Der hat ihn einfach mal umgedreht. Wir wollen einen Helm haben, mein Freund. Ach ja, ich glaube, du gehörst mir, mein Freund. Was war denn das? War nur ein Headshot. Wo war jetzt Leben eigentlich? War gerade irgendwo Leben. Sammel eine alles ein, was du haben kannst. So, da ging es aber noch irgendwo da weiter. Ich weiß nicht, was dahin führt. Ich glaube, genau. Gleich hoch, ja. Da ist Lehm. Hier ist noch eine Kiste. Mit nichts. Doch, nee. Irgendwas ist da drin. Tschüss. Noch eine Kiste. Da war irgendwo Lehm, oder? Hm. Okay. Ach man, diese Ghostbusters oder mehr Saubbusters, wie es einer in den Kommentaren geschrieben hat, fand ich auch nicht schlecht. Ghostbusters, Saubbusters.
Mit einem Staubsauger auf dem Rücken. Tja, schon wieder ein Hund, Alter. Ist das eine Kiste, die man aufmachen kann? Nee. Alter, Leute, ich glaube, ich übersehe so viel irgendwie, aber ich weiß auch nicht. Alter, hallo? Ist gerade ein bisschen unübersichtlich hier alles. Ich weiß echt nicht, wo ich gerade hin muss. Ich hoffe, ich laufe überhaupt gerade zur richtigen Position, ne? Ganz leise. Wo ist er hin? Ganz leise. Oh shit! Oh shit! Scheiße! Nicht mit mir, Hündchen. Nein, was? Wir sind tot? Was zum Teufel? Fuck. Alter, das war knapp. Tut mir leid, aber das muss sein. Boah, Gesundheit ohne Ende. Aber ich weiß, da gab es dann noch einen Kommandant. Und den muss ich auch noch erledigen. Ich glaube zumindest, dass es hier war. Ich glaube, man hat einen Pfeifen. Okay, ne, das war hier. Auf jeden Fall lebt hier noch einer. Aber den soll uns der gar nicht interessieren. Ich will gerne den Schalldämpfer da hoch haben, aber... können wir da drin was sehen? Was? Was? Wie, wo? Uns bekommt ihr nicht, meine Freunde. Bleib zurück, Hündchen. Ach du Scheiße. Stirbt.
Sind das nicht Feinde? Ah nein, sind das gar nicht. Upsala. Kommt von überall verdammt nochmal Schüsse. Den ersten haben sie es aber schön gezeigt. Gute Arbeit, Captain. Gut, alle Mann schon im Flugzeugwrack. Blazkowicz, wir treffen uns doch. Bewegung, Junge. Transport. Noch mehr Tote. Aber Schuss. Das viel zu oft gesehen. Verdammt. Ich habe das Gefühl, hier lebt noch einer. Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Blazkowicz. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Was? Na, mach schon. Ja, Sir. Bist du gläubig? Ich bin noch fest. Ich schätze, Sie springen lieber. Sie zuerst, Wild. Wir gehen Sonntag in die Kirche. Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf Sie ab. Das ist das Problem. Baumschädel, Blondie, jetzt Sie! Ich hab das Gefühl, irgendeiner wird abstürzen. Und das wird wahrscheinlich er sein. Man sieht ihn leider nicht von vorne. Und wie sieht er aus wie ich? Okay, jetzt habe ich das kleine Gefühl, dass wir abstürzen werden. Ich hab sie. Oder wir alle. Au. Meine Füße sind gebrochen. Ach, du heilige Scheiße. Da unten ist Asche. Eine Menge Asche. Wild, versuchen Sie die Tür aufzukriegen. Los. Ach, du heilige Scheiße. Sie kommen aus dem Schaltkasten. Was ist das? Irgendwie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsofen. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich dachte, das wäre für die Tür. Sie haben den verdammten Ofen eingeschaltet. Abschalten, wenn Sie den Schalter. Scheiße. Versuchen wir den hier. Komm schon. Komm schon. Wir sind geliefert. Tut mir leid, es tut mir leid. Da, ein Schlüsselloch. Blazkowicz, suchen Sie den Schlüssel. Was zum Teufel? Schlüssel. Wir haben den Schlüssel! Tut mir leid, ich muss mal kurz gucken, was hier drin ist. Raus hier! Oh Scheiße, da war ja noch jemand. Nein, ich hab's nicht geschafft. Was zum Teufel? Ich bin so scheiße. Sie haben ihn, ich wusste doch, dass da nichts ist. Da ist auch nichts mehr. Komm schon. Komm doch. Lauf. Was ist denn?
Warum schaffe ich es denn? Ich war doch schon draußen. Wenn es jetzt nicht geht, ne? Meine Güte. Aber er schafft es. Scheiße, Drecksfeuer! Was soll das hier? Leskovic, Sir. Haben Sie es schon gesehen? Oh, Scheiße! Meine Fresse, was war hier los, Leute? Alle noch am Leben? Und was für eine Panzerung und was für ein ekelhafter Gestank, Freunde. Ja, Leute, und das war erstmal für die vierte Folge von Wolfenstein The New Order. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da oder ein Like. Ein Abo wäre auch ganz nett. Von da aus sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder, die wahrscheinlich morgen kommen wird. Und bis dahin freue ich mich auf euch. Lasst eine Bewertung da. Euer Werder Eddy. Bis dann und ciao. Jetzt kommt das Outro.